Die Regierungen Finnlands und Schwedens sind entschlossen, gemeinsam der NATO beizutreten. Das verdeutlichten die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und ihr schwedischer Amtskollege Ulf Kristersson bei einem Arbeitstreffen in Stockholm. Beide brachten ihre Hoffnung zum Ausdruck, vor dem NATO-Gipfeltreffen im Juli Mitglied des Militärbündnisses zu werden. Russia's war has permanently changed the European security order. Last spring, we started our common path to join NATO. This journey must be made hand in hand and in common accord, just like we started it. On every step, it is in our interest to move this way. The security of Finland and Sweden is bound together. It is the interest of the whole alliance that we will join together. Nur Ungarn und die Türkei haben den Anträgen der beiden nordischen Länder noch nicht zugestimmt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, die Haltung seines Landes dem Antrag Finnlands gegenüber sei positiv, dem schwedischen gegenüber jedoch nicht.